So, willkommen zurück zu Legend of Zelda Ocarina of Time. Den letzten Part musste ich bereits im Tempel retten und da die Aufnahme so verdammt verlaggt war innerhalb des Tempels, musste ich es leider abbrechen. Ja, wie ihr seht, ich habe den Tempel bereits geöffnet. Eine Karte konnte ich jetzt bisher noch nicht finden und wie ich sehe, scheint es jetzt auch wesentlich besser zu laufen mit der Aufnahme. Ich hoffe, es hält sich auch so, weil es war gerade unerträglich. Ich musste sogar den PC neu starten. Dann hat der PC auch noch Macken gemacht, also tierisch rumgeleckt. Wollte nicht hochfahren, jetzt ist er hochgefahren und ja, jetzt habe ich es eigentlich geschafft. So, und jetzt würde ich sagen, widmen wir uns mal ganz dem Tempel. Hier mit dem Auge der Wahrheit, ja, das haben wir bereits, bla bla bla. Dann können wir jetzt nämlich, ja, wissen wir ja, dann können wir jetzt versteckte Passagen sehen. Ja, und die Schädel nerven gerade ein bisschen. Irgendwelchen komischen Hinweisen. Ja, das stört mich gerade ein bisschen. In diesem Tempel sind diese ständigen Hinweise von diesen Dingern. Und es fängt schon wieder ein bisschen zu laggen. Das ist gerade nicht mehr wirklich schön. Ach du wieder. Komm, lass los. Du kommst mal schön näher. Komm. Komm. Bam. Ah, er ist weg. Aber wir locken jetzt mal wieder raus. Komm, lass los. Und nochmal, weil es so schön war. So, komm. Nach oben. So, jetzt kriegen wir ihn. Bam. Stutzboten. So, was gibt er uns denn? Eine große Truhe mit... Ah, ich kann mir schon denken, was das ist. Was sind die? Gleitstiefel, ja, jetzt können wir nämlich für kurze Zeit schweben über Abgründe. Hab Mut, vertraue den Stiefeln. Okay, wenn du das sagst. Hier muss ein bisschen was drin sein in den ganzen Dingern. Hallo, hör auf zu reden, du blöde Wand. Komm, Link, triff die Wahl. Danke. Muss. Ein Herz. So, ja, mit den Stiefeln ist es aber allein nicht getan. Wir müssen nämlich jetzt herausfinden, welche die richtige ist. Ihr seht schon, hier gibt es einen Trick. Genau. Kann man nicht das Auge der Wahrheit benutzen? Das ist, glaube ich, die da drüben. Weil es ist die einzige, die mit dem Auge der Wahrheit noch stehen geblieben ist. Darum wird das jetzt wahrscheinlich auch richtig sein. Na, jetzt hat er zu weit gedreht. Ja, wissen wir natürlich falsch. Weil Link zu weit gedreht hat.
Jo, wir machen ja schon. Sonst drehst du bitte nicht nochmal, Link. Hä? War das jetzt nicht richtig oder was? So, noch ein Versuch. Das muss aber langsam mal richtig sein. Und 3. So, jetzt aber bitte. Na, geht doch. Tja, wisst ihr was, Leute? Ich glaube, wir machen einen Doppelpart. Das heißt, dieser Ocarina of Time Part hier wird dann auch Part 1 des Doppelparts werden. Weil ich möchte gern mit einem Zug diesen Tempel durchhaben. Komm, stirb. Ah, Bombe. Komm her. Und geh durch die Tür, Link. Ich zieh mal die Stiefel aus, sind mir gerade zu glitschig mit diesen Stiefeln. Ah, fuck. Das war knapp. Ach, wisst ihr noch, so ein Ding haben wir schon mal gesehen. Ein Kakariko, unten am Brunnen. Jetzt hier ruf. Was sagt er da? Oh. Alles wegen scheiß Lag schon wieder. Ist hier gerade echt nur wegen diesen scheiß Lags, dass es so scheiße läuft. Und hier wird bestimmt ein Schlüssel drin sein. Und Bingo! Und wenn ich mich recht erinnere, konnten wir auf die andere Seite auch rein. Oder nicht? Ja, doch, ich konnte auch rein. Mal sehen, was hier ist. Das ist schon mal abgesperrt und da ist eine Mumie.
Nein, 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 oh nein, 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 lass los! Lass los! Hier, take this, man! Ja, verbrenne. Nein, nein, nicht, 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 nicht. Och, Link, setz doch den Zauber fort. Was machst du denn? So, jetzt stirb bitte. Ich hasse es, wenn Link das macht. Wie einfach mal so, als er nur weil er plötzlich blöd von einem Zombie angestarrt wird, so plötzlich so. Oh, wie eine Salzsäule stehen bleibt, ey. Das ist doch. Nicht zu glauben. Der Kompass bringt jetzt wenig, weil ich die Karte vergessen habe. Naja, egal. Gehen wir mal weiter. Aufregen bringt jetzt nichts. Oh, fuck. Ja, komm, hau ab. Du bist hässlich. Aber wenigstens hast du Herzen bei dir. Oh, ich vergesse das immer wieder. So. Beile. Jetzt auch wieder aufpassen. Achte auf die Schatten der Kreaturen, die an der Decke hängen. Ach, danke für den Tipp, Navi. Werden wir natürlich darauf achten. Fuck. Ach, wieder so ein Typi. Komm, take this. Oder? Wie hast du das jetzt gemacht? Ja, fall einfach runter. Tschüss. So, hier müssen wir die Stiefel nämlich wieder anwenden. An der Stelle bin ich nämlich so manches Mal damals abgekackt. Weil ich es falsch gemacht hatte. Jetzt müssen wir natürlich wieder hier diese Dinge aufsammeln. Das letzte hat kommt durch dieses komische Mittelaugenvieh. Let's get dying, du Scheißvieh. Stirb. Nein, nicht du, Link. Oh Mann. Oh, es wird langsam so ein Temple of Frustration, Alter. Das ist doch nicht mehr. So, komm, ist ein machbarer Dungeon, den schaffen wir auch. Jetzt müssen wir nämlich hier unser Auge einsetzen.
haben wir hier drin? Ah, Pfeile. Und hier drin? Ah, ein Skulltula. Den ich mir jetzt einfach mal so holen werde. Eben weil ich es kann. Ah, ich habe zwar mal 100% geschafft, aber na, vielleicht ein andermal. Ja, das passiert, wenn wir von diesen Dingern getroffen werden. Ich wäre kurz vorm Sterben. So, jetzt schieben wir das Team voran. Nicht, dann bleiben diese Mitteldinger da oben. Die nerven uns nicht. Machen wir nämlich das und schieben das Ding nämlich hier rüber auf die andere Seite, wo ich dann auch drauf klettern kann. Like this. Jetzt kommen wir nämlich auch darüber. Und was macht das Hübschling? Genau. Es gibt seine Truhe frei und in dieser Truhe befindet sich ein Schlüssel. Und der wird uns später wieder weiterhelfen. Danke. Herzen. Kann ich sehr gut gebrauchen. So, und wir benutzen wieder unser Auge und sehen, dass da drüben, dass es dort drüben weitergeht. Und da kommen wir nämlich hier lang hin. Wir müssen jetzt nur genau in dem Moment dort anpassen, in dem das Ding da drüben ist. Zack. Und, warten. Und zack. Und wir sind im nächsten Bereich. Ach, das war das. Richtig. Nein. Ah, oh, voll daneben gegriffen. Nein. Oh Mann, Link, warum haust du denn nicht ab von den Dingen, Mensch? Wieso musst du einfach mal stocksteif stehen bleiben, wenn ich die Dinge anglotzen? Kannst du mir das mal verraten, Link? Wieso tust du das? Ich meine, du bist Link, du kannst sie locker angreifen, wenn du willst. Du musst die Viecher nicht tausendmal anstarren. So, was ist da drin? Och, ne, Turbine, ja, kann ich auch so gut gebrauchen. Na gut, egal. Und das war der letzte Key. Der letzte Turbin. Jetzt müssen wir nämlich da rein. Ist ja wohl logisch, weil er hat sich gerade geöffnet.